Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Wir spielen. Heute mal nicht auf einem iPad, heute auf einem iPhone. Das liegt einfach daran, dass ich Elder Sign Omens derzeit nur für das iPhone besitze. Ich mir aber gedacht habe, warum nicht? Das funktioniert auch wunderbar auf einem iPhone. Klar, es ist nicht ganz so groß, man hat nicht ganz so viel Platz. Die Texte sind alle ein bisschen kleiner. Aber die Videoauflösung ist doch nicht unbedingt viel schlechter als die auf dem iPad. Insofern, heute eine Partie Elder Sign Omens auf dem iPad. Auf dem iPhone. Es handelt sich hier um, ja, ich sag mal, die Umsetzung des gleichnamigen Kartenbrettspiels, nenne ich es mal. Die so ein bisschen durch auf den elektronischen Markt umgesetzt wurde. Mittlerweile gibt es auch schon, glaube ich, 2 Erweiterungen, soweit ich mich erinnern kann. Hier habe ich jetzt erstmal noch keine drauf für die Erklärung und für ein paar Runden reicht das auch durchaus aus. Wie auch Arkham Horror spielt es hier also alles in der Welt von Cthulhu. Das heißt, man hat hier ein Investigator-Team, was irgendwie eine Bedrohung von der Stadt Arkham meistens abhalten muss, in dem Fall eben das Museum, Misanthropic Museum, glaube ich, nennt sich das Ding. Und ja, wie üblich werde ich hier ein bisschen mal das Spiel erklären, werde ein bisschen drauf eingehen und dann aber auch relativ schnell ins Spiel einsteigen, weil das Spiel erklärt sich relativ gut anhand von ein paar Partien. Schauen wir also mal rein. Ja, dann wollen wir uns einfach mal anschauen, was uns Elder Sign, ich nenne es jetzt einfach nur mal Omens, um es ein bisschen kürzer zu machen, zu bieten hat. Ganz klar, hier oben links über Play kann ich ein neues Spiel starten. Unter den Optionen gibt es unter anderem die Möglichkeit, hier sich die Expansions anzuschauen. Momentan gibt es Call of Cthulhu und The Trail of Ithaca für 2,69. Das sind auch zwei so Dinge, die definitiv aus Arkham Horror bekannt sein dürften. Man hat hier ein paar Settings, die man einstellen kann. Man kann sich jetzt Videocontent schauen lassen. Da gibt es so ein paar Cutscenes, da werden wir jetzt einfach mal drauf verzichten. Klar, Musik, Effekte und so weiter. Low Quality, wenn es irgendwie Probleme gibt. Fade Transition Audio kann man also auch ein bisschen was einmachen, wenn Audio Issues auftreten. Das hatte ich bisher noch nicht gehabt. Über die Scores kann man sich die bisherigen Höchstleistungen anschauen. Credits, klar, die... Da dürfen sich die Entwickler mal verewigen und ansonsten geht es hier zurück ins Main-Menü. Help ist für den Neueinsteiger, der auch das Brettspiel nicht kennt, definitiv zu empfehlen. Es gibt auch ein paar wunderbare Tutorial-Videos, also gibt kein Tutorial, aber es gibt ein paar nette Videos, die das Spiel erklären. Die sollte man sich definitiv anschauen, die sind gut gemacht und auch verständlich. Also es macht danach auf einmal alles ein bisschen Sinn, die ganze Ikonografie, die man hier so sieht. Ja, und über More Games, klar, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ein bisschen Werbung für den Entwickler. Ja, dann werden wir einfach mal hier eine Partie starten. Das fängt damit an, dass ich einen sogenannten Ancient One, also einen alten, großen Alten, auswählen werde. Wir werden jetzt einfach mal Yig. Das ist so, der auch in der, sagen wir mal, seit der ersten Stunde mit dabei ist. Der hat noch eine normale Schwierigkeitsstufe. Man muss also 10 Elder Signs finden, um diesen zu besiegen. Und da oben sieht man auch, was so passiert im Laufe seiner Midnight-Geschichten. Das heißt, da gibt es sogenanntes, wie nennt sich das? Ja, also wie gesagt, er muss halt auch so und so viele Dinger finden, um letztendlich sein zu gewinnen. Wenn das passiert, dann gibt es dieses grüne Symbol, die aussieht so ein bisschen wie diese Fliege. Das ist so sein neues Monster-Symbol. Das kommt dann auch immer, wenn dann eine Runde, also wenn ein Tag vorbei ist und so weiter. Aber das werde ich alles gleich noch im Spiel ein wenig erklären. Ja, den Yig haben wir uns jetzt hier ausgewählt. Dann geht es jetzt darum, das Investigation-Team auszuwählen. Da habe ich es ja immer so gehalten, dass ich das hier über diesen Zufallsbutton randomisieren werde. Ich habe jetzt also hier 4 Charaktere, die werden wir gleich alle nochmal genauer anschauen. Sind alle bekannt aus Arkham Horror, also hier, man trifft viele alte Bekannte, wie zum Beispiel die Kate Winthrop oder auch den Harvey Walter. Ist ganz nett, dass man da so ein Wiedersehenserlebnis hat. Ja, das lassen wir jetzt aber einfach mal so und werden jetzt einfach über Proceed to Museum auf Yes klicken. Und dann geht das Spiel auch schon los. Jetzt nochmal eine kleine Ladesequenz. Video ist disabled. Normal hätte man jetzt hier ein kleines nettes verregnetes Intro-Video. Das haben wir uns jetzt einfach mal gespart. Und dann geht es auch schon direkt ins Museum los.
Und dann werden wir uns gleich einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten, die uns das Museum und Omens hier bietet, mal anschauen. Yig's anger. Yig's serpentine minions are attempting to awaken him. Find enough Elder Signs to seal him away before his wrath is unleashed upon the world. Ja, das klingt doch schon mal vielversprechend und verheißungsvoll. Es geht also darum, diese sogenannten Elder Signs zu finden. Das sind, wie man vielleicht aus Arkham Horror weiß, oben, ganz oben bei der 0 dieses Pentagramm-Symbol. Da, wenn da irgendwann eine 10 steht, beziehungsweise wenn eine 9 steht und ich kriege ein weiteres, habe ich das Spiel gewonnen. Danach die nächste Zahl, das sind eben diese... Ah, ich habe den Namen vergessen. Kann ich vielleicht da draufklicken? Siehst du vielleicht? Nee. Wie auch immer, das sind böse Symbole. Die sollten wir also nicht sammeln. Ich glaube, in dem Fall sind das 8. Die, wenn da jemals eine 8 stehen wird, dann habe ich definitiv das Spiel verloren. Und da unten ist eben der Monster-Counter, den Jig dafür einsetzen soll. Danach sieht man auf der linken Seite das Zeitsymbol. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann geht es leider in so eine Pause-Option rein. Da kann ich mir eben nochmal die Hilfevideos und so weiter anschauen. Und unten ist dann mein derzeit aktiver Helm und dieses Held und dieser Rucksack-Symbol. Damit kann ich eben mir mal anschauen, was der Kerl für ein Inventar für sich führt. Ja, und jetzt werden wir auch gleich uns dem ersten Zug einmal widmen. Ja, diese Fragezeichen-Symbole, die man jetzt hier sieht, das sind eben sogenannte Abenteuer, also Adventures, die man hier bestehen kann. Die kann man sich auch gleich eben nachher nochmal anschauen, was denn sich dahinter so verbirgt. Da, wo jetzt gerade die Lupe drauf ist, das ist quasi der Museumseingang. Das ist eine Möglichkeit, wo ich mich eben heilen kann. Es gibt also auch hier zwei verschiedene, wie bei Arkham Horror auch, zwei verschiedene Statuen. Einmal die geistige Gesundheit und die normale Gesundheit. Und wie man sehen kann, kann man also einen geistigen Punkt für null, nennen wir es mal Geldeinheiten hier, heilen, genauso gut auch eine normale Gesundheit. Wenn ich ihn komplett heilen möchte, jeweils eins, dann kostet mich das eben zwei. Und wenn ich beides heilen möchte, komplett heilen möchte, dann eben eine 4. Dann gibt es so ein sogenanntes Lost and Found. Das ist einfach so Take a Chance. Das heißt, das ist hier so ein Drehrad. Da kann so einiges passieren. Ich könnte einen Zauberspruch finden. Ich könnte eine geistige Gesundheit verlieren. Ich könnte drei Geldstücke oder diese Glories, wie auch immer. Ich glaube, Trophies heißen die. Genau, Trophies. Könnte ich dann gewinnen oder auch eine normale Gesundheit verlieren. Das kann man dann mal machen, wenn so gar nichts mehr so wirklich geht. Also wenn ich jetzt einen Investigator habe, der ist schon mit seiner Gesundheit auf allen Vieren liegt, auch keine Ausrüstungskarten mehr hat, dann kann ich ins Museum gehen und mal gucken, vielleicht kann ich da noch mal was rausholen. Dann über den Souvenirshop kann ich mir eben Ausrüstungskarten kaufen. Auch Elder Signs lassen sich hier kaufen. Die sind dann relativ teuer. Die kosten zum Beispiel 10. Das ist wirklich viel. Trophies, so viel bei einem Investigator habe ich noch nie gesehen. Ich kann dann hier eben gelbe und rote Inventories holen. Gelb sind so schon etwas gewöhnliche Items, die roten sind eben besondere Items und da oben diese Fußstapfen-Symbole, die sind relativ nützlich, denn dann kann ich nachher in den einzelnen Tasks dann nochmal Würfelergebnisse neu würfeln lassen, die sind relativ gut. Ja, und die Zaubersprüche, die bringen dann halt eben auch besondere Vorteile. Jetzt habe ich aber eh keine Trophies, insofern kann ich mir doch nichts kaufen. Jetzt werden wir uns einfach mal anschauen, was es hier so ein Abenteuer geht. Ein einfacher Klick da drauf führt mich dahin. Wenn ich jetzt hier oben drauf klicke, dann sehe ich eben, was dieses Abenteuer für Aufgaben für aufzuweisen hat. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel zwei Aufgaben zu erfüllen. Auf der rechten Seite stehen meine Belohnungen, auf der linken Seite stehen die Dinge, was passiert, wenn ich das Abenteuer eben nicht schaffe. Das heißt, in dem Fall würde der Jig oben einen Counter bekommen und würde damit mächtiger werden und es würde für uns also in Richtung Ende gehen. Und erfreuliches Ende. Wie gesagt, es sind zwei Tasks, die ich hier zu erfüllen habe. Da komme ich dann eben gleich nochmal drauf. Gucken wir uns nochmal einen anderen an. Hier sind jetzt zum Beispiel drei Tasks zu erfüllen, aber relativ einfach. Auf der rechten Seite zum Gewinnen gibt es eben ein Elder Sign. Das ist relativ gut. Wenn ich verliere, verliere ich eine geistige Gesundheit. Das ist jetzt also das Risiko relativ gering. Das werden wir jetzt einfach mal probieren, indem wir jetzt nochmal hier drauf gehen. Und dann fängt auch schon das Abenteuer an. Grazet's Writings. Wunderbar. Ja,
Und jetzt werden wir uns gleich mal dieses Abenteuer hier anschauen. So, wir haben jetzt also drei Aufgaben innerhalb dieses Abenteuers Grasitz Writings zu erfüllen. Momentan kann ich eigentlich nichts anderes machen, als hier unten dieses leuchtende Buch zu drücken, der mir dann eben diese Würfel würfelt. Also im Brettspiel muss man wissen, diese Symbole hier unten, die momentan noch leer sind, das sind Würfel, die dann verschiedene Symbole anzeigen, wie zum Beispiel hier dieses Lupensymbol oder diese Schriftrolle, das Lore oder dieses Terror-Symbol da oben. Und die muss ich eben dann ausfüllen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich mache das jetzt einfach mal, ich klicke jetzt hier mal drauf und jetzt wurde gewürfelt. Ist ein wenig unglücklich animiert, weil ich fände es schöner, wenn da jetzt ein paar Würfel fliegen würden. Und jetzt habe ich eben, wie gesagt, zwei Lupen, ich habe dieses Terrorsymbol, ich habe das Lore. Das ist also alles relativ gut. Jetzt kann ich quasi eine Aufgabe mit diesem Würfelergebnis füllen. Das Einzige, was ich jetzt nicht machen darf, ich darf jetzt also nicht einmal das Lore hier drauf ziehen und dann das Terror-Icon da drauf ziehen. Das funktioniert nicht. Für jede Aufgabe muss ich wiederum neu würfeln. Das macht es dann auch relativ schwierig, das Ganze. Ja, dann werden wir jetzt einfach mal dieses Terror-Symbol da oben befrieden. So, jetzt habe ich die erste Aufgabe erfüllt, aber das Abenteuer noch nicht bestanden. Einen Würfel habe ich jetzt verloren. Diesen muss ich jetzt eben neu würfeln. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Wunderbar, ich habe jetzt also auch hier ein Lore, also die Schriftrolle befunden. Die werde ich jetzt auch bevorzugen, denn diese Investigation-Icons sind deutlich häufiger als jetzt dieses Lore. Insofern werde ich auch diese Aufgabe zuerst erfüllen. Ich werde nochmal würfeln und wie man sehen kann, ist kein Problem. Ich habe jetzt also hier drei Lupen und hier noch eine Lupe und damit habe ich das Abenteuer erfüllt. Ich bekomme jetzt also eine Trophy und ein Elder Sign, um das Ganze hier abzuschließen. Lief also relativ gut. Guter Start. Ja, jetzt war mein erster Held dran. Jetzt geht's weiter. Jetzt ist die Kate Winthrop dran. Einer meiner Lieblingscharaktere aus Arkham Horror. Wie man hier sehen kann auf der linken Seite gerade, hat sich das Stundenglas hier ein bisschen weiter gedreht. Jeder Entwickler ist also Investigator ist also einmal am Tag dran, wenn alle vier Leute dran waren, wenn also irgendwas passiert wurde, dann ist der Elder dran, also der Ancient One. Und dann passiert halt immer irgendwas. Das kommt dann immer drauf an, was letztendlich hier auf dem Spielfeld liegt. So, jetzt gucken wir uns mal an, was die Kate Winthrop hier zu bieten hat. Sie hat also 6 geistige Gesundheit, sie hat 4 normale physische Gesundheit, ist also relativ gut. Dann hat sie eben dann so eine Science-Fertigkeit. Monsters cannot appear during Kate's turn. In addition, she's immune to all terror effects. Das ist relativ gut. Diese terror effects, die können also, die sind glaube ich jetzt noch gar keine da, sind aber relativ schwerwiegend. Auch sie hat noch kein Geld, sie hat aber dafür 2 Items. Einmal hat sie Nameless Cults, das heißt damit, das ist schon quasi Buch, damit ist eine rote Glyphe. Wenn sie das vor dem Würfeln ausspielt, kriegt sie also einen Würfel mehr. Und dieser Würfel ist aber auch ein sehr guter Würfel. Das heißt, diese roten Würfel haben deutlich mächtigere Glyphs dann zur Auswahl. Und dann gibt es hier noch Enchant Weapon. Das ist dann halt, kann ich benutzen, nachdem ich eben meine Würfel geworfen habe. Und damit kann ich dann ein Glyph sozusagen festlocken. Das ist also relativ wichtig, wenn ich neu würfeln muss, um mir dann ein seltenes Glyph dann aber für den nächsten Wurf aufrechtzuhalten. Das zeige ich aber dann gleich mal. So, auch hier schauen wir jetzt mal, was wir an Abenteuern so zu haben. An Abenteuern, das ist also relativ mächtig. Da kann ich aber auch ganz gut absahnen, also ich kann jetzt hier 2 von diesen Fußstapfen-Symbolen bekommen. Ich könnte das Terror-Rädchen sogar ein bisschen wieder runterdrehen und ich kriege auch ein Elder Sign und darüber hinaus noch 2 von diesen Trophies. Also doch ein relativ mächtiges Abenteuer und das werde ich jetzt auch einfach mal. Ups, das war falsch. Ich wollte nicht den Task angucken. Ich wollte das Abenteuer bestehen. The Elder Sign. Schauen wir also mal. Das ist jetzt wieder ein besonderes Abenteuer. Hier muss ich die Tasks der Reihenfolge nachmachen. Man sieht hier über diesen einzelnen Tasks, wie man das sehen kann, eben eine 1, hier eine 2 und da eine 3. Ja, sorry, jetzt hat die Tür geklingelt, da musste ich mal ran. Die Weihnachtsgeschenke trudeln ein. Ja, dann werden wir jetzt einfach mal anfangen, diese Aufgaben der Reihe nach zu erfüllen. Jetzt erst 1, dann 2, dann 3. Das ist noch relativ leicht zu erklären. Und wie auch in einem anderen Abenteuer fange ich jetzt einfach mal an zu würfeln.
So, jetzt habe ich hier schon ein kleines Problem. Nee, habe ich nicht. Stimmt ja gar nicht. Ich könnte jetzt leuchtet hier unten mein Rucksack. Ich könnte jetzt also zum Beispiel dieses Spell-Lock benutzen und könnte mir jetzt da einen Glyph reinlegen, um das für den nächsten Wurf aufzuheben. Das nützt mir aber nichts in dem Fall. Ich habe ja eine Lore-Symbol, eine Schriftrolle. Erste Aufgabe habe ich erfüllt. Diese Aufgabe, wie man sehen kann, hat mir jetzt eine mentale Gesundheit abgezogen. Jetzt geht's an die zweite Runde. Das ist jetzt richtig schlecht gelaufen, denn ich habe jetzt in dem Fall kein Lore gefunden. Das heißt, ich muss jetzt eine bestehenden Würfel nehmen, muss den quasi opfern, um eben dann später um dann weiter würfeln zu dürfen. Also entweder kann ich eben die Aufgabe lösen, wenn ich das eben nicht kann, wenn ich nicht genug Würfel habe oder nicht genug Symbole habe, dann muss ich einen Würfel opfern. Hier kann ich mir jetzt noch für später eine Glyph aufheben. Das werde ich jetzt mal dieses Investigation, also diese Lupensymbol mehr aufheben, weil das brauche ich in Aufgabe 3 noch. Ich werde jetzt hier nochmal neu würfeln. Habe jetzt hier wieder ein weiteres Lore-Symbol gefunden. Verliere jetzt eine physische Gesundheit. Auch nicht wirklich lustig, aber das bringt die Aufgabe nun mal leider mit sich. Egal, ob ich jetzt erfolgreich bin oder nicht. Ich könnte jetzt hier immer noch, wie man sehen kann, dieses Spell-Lock machen. Ich habe aber leider keine zweite Schriftrolle oder Lore-Symbol mehr dabei. Insofern muss ich mich jetzt hoffen, dass jetzt in meinem nächsten Wurf dann eben eine Schriftrolle auftaucht. Wie gesagt, die Lupen habe ich genug. Das war jetzt denkbar ungünstig. Jetzt könnte ich eben, muss ich wieder noch einen opfern, um das zu machen. Und ich habe Glück, wunderbar. Ich habe jetzt also hier meine drei Lupen, ich habe meine Schriftrolle und damit habe ich das Abenteuer erfolgreich abgeschlossen. Ich kriege also hier zwei Trophies, wieder ein Elder Sign. Theoretisch würde jetzt der Terrormarker zurückgehen. Und ich kriege eben zwei von diesen, ich weiß leider gar nicht, wie diese Symbole heißen. Das schauen wir uns gleich mal im Inventar an. Sind auf jeden Fall sehr nützliche Werkzeuge. Wunderbar. Auch eine sehr gute Runde für unsere liebe Kate. So, und dann geht's auch schon weiter mit Joe Diamond. Jetzt ist was Besonderes passiert. Einmal ist ganz klar der Tagesstandanzeiger weitergerutscht. Wir sind jetzt also am helllichten Nachmittag. Und darüber hinaus ist hier ein kleines Mondsymbol aufgetaucht. Das Mondsymbol ist ein sogenannter Midnight-Effekt. Das heißt, immer wenn es Midnight wird, also wenn alle vier Züge geschafft wurden, dann passiert sowieso erstmal das, was der Ancient One mitbringt. Das ist also entweder manchmal ist es ein Terrormarker geht weiter, ein Monster wird gespawnt, manchmal aber auch gar nichts. Das aber auch wirklich nur, solange nicht eben so ein Midnight-Symbol da ist. Und hier sieht man jetzt, auf diesem Abenteuer ist eben ein sogenanntes Midnight-Symbol. Das heißt, jeder Midnight, solange dieses Abenteuer noch nicht gelöst wurde, bekommt jeder Ermittler minus eine physische Gesundheit abgezogen. Einmal pro Tag. Und das ist schon ein ziemlich heftiges Ding. Das heißt, da sollten wir uns jetzt definitiv auf dieses Abenteuer hier stützen. Darüber hinaus bringt dieses Abenteuer auch noch eine ganze Menge an netten Goodies mit sich. Allerdings auch ein Monster, wie man hier sehen kann. Dieses Fliegensymbol. Ups. Jetzt habe ich es gestartet. Das war jetzt nicht mein Fehler. Ich wollte eigentlich nochmal in das Inventar reinschauen. Nun gut, jetzt ist es zu spät. Schauen wir uns mal an, was der Joe Diamond hier aus diesen zwei Tasks zu machen weiß. Ja, wieder einmal werden wir würfeln. Diesmal brauchen wir also einen Totenkopf oder eigentlich eine Menge Totenköpfe und so ein paar von diesen Lupensymbolen. Lupen haben wir in der Regel immer genug, aber eben nicht Totenköpfe. Die sind also auch deutlich seltener. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eben dieses Symbol, dieses Clue-Token. Ein Clue-Token ist das, ein Hinweistoken quasi. Damit kann ich jetzt eben eine bestimmte Anzahl von Glyphs umändern und das werde ich jetzt auch definitiv mal spielen. Ich weiß, dass ich diese zwei Lupen, die habe ich ja noch, das heißt, die brauche ich nicht zu wandeln, aber die anderen schmeiße ich jetzt mal raus. Ich brauche nämlich ansonsten nur noch Totenköpfe. Die werden jetzt neu gewürfelt und wer hätte es geahnt, es gibt keine Totenköpfe hier dabei. Schauen wir mal an. Die Sonderfertigkeit Hunches, das heißt, damit kann ich also auch nochmal tauschen. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass ich das jetzt nochmal machen muss, aber es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig.
Und wieder kein einziger Totenkopf dabei. Nun gut, dann kann ich hier auch nichts mehr ändern. Das Ding werde ich jetzt einfach mal aufheben. Jetzt habe ich zwei Totenköpfe, wunderbar. Damit werde ich auch gleich diese Aufgabe hier erfüllen und muss jetzt wirklich hoffen, dass jetzt in dem nächsten Wurf, wie gesagt, diese zwei Lupen habe ich eh, ein Totenkopf wieder dabei ist. Und er ist natürlich nicht dabei. Das heißt, ich muss nochmal einmal werfen. Das ist jetzt die letzte Chance. Und wie man jetzt sehen kann, habe ich jetzt leider keine Chance mehr, das Abenteuer zu bestehen, denn ich muss das Ding jetzt hier wegschmeißen. Kann jetzt neu würfeln. Hab das Abenteuer quasi verhauen. Und damit verliere ich einen Gesundheitstoken. Das Gute ist, Joe Diamond ist ein starker Junge. Der hält das aus. Uff. Leider habe ich aber auch gleichzeitig den sogenannten Midnight-Effekt nicht besiegen können. Das war ja eigentlich der Sinn der Übung gewesen. So, diesmal machen wir es aber richtig. Wir gucken uns mal an, was Mandy Thompson hier so mitbringt. Sie ist auch eine sehr ausgeglichene Charakter. Also hat 5 von diesen Sanity und 5 von Stamina. Also Ausdauer. Sie kann einmal am Tag kann sie 2 Glyphen eben neu erfinden, also ihr Research-Item, das ist ganz gut. Sie bringt hier ein gelbes, also ein Common-Item mit, womit sie halt eben ein gelbes Glyph erwürfen kann. Und auch hier so ein Clue-Token mit. Auch sie hat kein Geld. Aber im Grunde ist sie dafür gut gerüstet, um vielleicht das zu schaffen, was Joe dann nicht verdient hat. Das werden wir jetzt also hier einfach nochmal probieren. Geht's also wieder in das Hedge Maze, um zu schauen, dass wir diesen hässlichen Midnight-Effekt loswerden. Erstmal müssen wir würfeln. Sie macht es schon mal gleich besser. Hier habe ich schon mal gleich 2 Totenkopf-Symbole. Das heißt, den ersten Task hat sie hier an der Stelle schon mal erledigt. Hier läuft es auch wunderbar. Sie kann hier einen Totenkopf und hat hier die Lupen und damit das Abenteuer geschafft. Damit ist A, der Midnight-Effekt abgeschlossen. Das heißt, der nächste Phase wäre dann auch nämlich die Mitternacht. Insofern ist es gelaufen. Sie kriegt gleich mal locker 2 Geldmünzen dafür. Sie kriegt ein Eldesign dafür, ein rotes Item und hier unten auch nochmal ein besonderes Symbol, was mich eben dann dazu bringen kann. Damit kann ich dann ein Symbol in einen Totenkopf umwandeln. Sehr gute Sache. Und hier kommt aber auch leider ein Monster ins Spiel. Das muss ich jetzt leider einfach mal in Kauf nehmen. Das Monster ist da oben. Ashken Pete ist wieder dran, aber bevor er dran ist, gibt es erstmal Mitternacht. Das heißt, jetzt hat Yeek erstmal was zu sprechen. Das ist jetzt sein Mythos-Effekt. Er kriegt jetzt also gleich 2 Doom. Das ist natürlich schon mal eine starke Nummer. Müssen wir aber jetzt leider akzeptieren, lässt sich nichts gegen machen. Dafür gibt es keinen anderen Mitternachtseffekt. Das heißt, ich verliere jetzt keine Sanity-Punkte von meinen Entwicklern. Auch schon mal was wert. Gut. Bam, bam. 2 hat er schon. 6, wenn er noch 6 bekommt, haben wir das Spiel verloren. Und jetzt ist Ashken Pete dran. Jetzt gucken wir uns auch mal an, was der Ashken Pete so mitbringt. Er hat die Scrounge-Eigenschaft. Whenever Pete gains a common, unique or spell item, he may instead receive a clue. Common, unique or spell item. Also er kann dann halt einfach ein bisschen auswählen, was er denn lieber für Items bekommt, wenn er dann eben irgendein so ein besonderes Symbol bekommt. Er hat jetzt mittlerweile eine Trophy mitbekommen. Die hatte sich vorhin schon verdient. Er hat hier ein Messer, also auch ein Common Item. Er hat hier Use After Conjuring to Defeat a Monster. Damit kann er also gleich einen Monstergegner besiegen. Das ist eine sehr gute Sache. Das werden wir auf jeden Fall gleich spielen. Das heißt, den werden wir jetzt auch auf das Feld schicken, wo eben gerade ein Monster aufgetaucht ist. Und hier hat er Bind Monster. Das ist also auch noch ein tolles Spell, den er bekommen hat. Damit kann er ein weiteres Monster besiegen. Also hat er schon eine ganze Menge dabei. Die Monster erkennt man eben hier an diesem Handsymbol. Das heißt, das sieht man also dann letztendlich. Nein, ich glaube, falsch. Ich glaube, das war der Terror-Effekt. Sorry, mein Fehler. Klar. No. Doch, das müsste dieses Handsymbol hier sein. Ja, doch, da sieht man es ja auch. Es sind 2 Symbole drauf. Da ist also das Monster und da werden wir Ashken Pete jetzt einfach mal hinschicken. Im sogenannten Gift-Shop. Hübsche Dinge zu verkaufen. Auch wieder so ein Abenteuer, welches ich der Reihe nach besiegen muss. Also zuerst muss ich hier eben diesen, ich denke mal, es ist eine Art Kultist oder sowas, der Maniac besiegen. An der Stelle ist das jetzt aber relativ einfach. Ich werde jetzt aber trotzdem eher das da spielen, um mir meine Würfel zu
töten. Ich werde jetzt erstmal diesen Maniac töten. Patsch, der ist weg. Dafür kriege ich auf jeden Fall schon mal eine nette Sache. Und hier kann ich auch gleich die Cobra töten. Die ist dann auch weg. Habe jetzt noch keine Würfel verschwendet, also eine sehr gute Sache. Und bin jetzt in der Lage, meine Würfel einzusetzen, um den letzten Task hier zu besiegen. Und kann jetzt, da ich ja so ein toller, meine Scrounge, also ich bin ja so ein Abenteuertyp, kann ich mir jetzt also was Nettes aussuchen. Dann nehme ich mir mal wieder einen Zauberspruch, weil da habe ich eben zwei von verheizt. Und kann mir jetzt noch, habe mir jetzt meinen Zauberspruch ausgewählt. Und krieg wieder einen Bind Monster. Insofern kann ich auch im nächsten Abenteuer wieder ein Monster für Lau besiegen. Das hat sich gelohnt. So, nun ist auch schon wieder unsere liebe Kate dran und schaut mal, was sie so treiben kann. So, dann wollen wir mal schauen, was die liebe Kate für uns tun kann in diesem Zug. Sie sieht immer noch gesundheitlich ganz okay aus. Sie hat immer noch 5 Sanity, sie hat immer noch 3 Stamina. Insofern noch kein Grund zur Sorge. Wir können noch mal gucken. Sie hat 2 Goldstücke. Sie hat 2 Clue Tokens. Sie hat ein rotes. Sie hat immer noch ihr Enchant Weapon. Also sie ist eigentlich guter Dinge. Sie kann da also eigentlich noch ganz gut zulangen. Also gucken wir mal, was wir hier noch für Abenteuer zu erleben haben. So, Missing Records, das bringt uns 2 Clue-Token und eine Trophy. Das ist jetzt nicht ganz so der Brüller, da kann sie bestimmt mehr. Red and Yellow Glyph Locked, das ist ein bisschen schlecht. Das heißt, da kann ich keine Sondereigenschaften nutzen. Bringt mir auch gar nicht so schrecklich viel. Hidden Threat, das sieht doch schon besser aus. Da kriege ich auf jeden Fall ein Elder Sign. Und scheinbar, ich glaube, ein rotes und ein gelbes Token. Also, probieren wir das. Mal schauen, ob Kate die versteckte Bedrohung hier besiegen kann. Es sind wieder 3 Tasks, diesmal aber in beliebiger Reihenfolge zu erledigen. Schauen wir mal, was sie würfelt. So, ein Totenkopf, damit könnten wir schon mal das erste Ding da oben lösen. Haben wir geschafft, wunderbar. Einen zweiten Totenkopf, super. Gucken wir mal, nö. Ich schätze mal, wir dürften meines Erachtens genügend von den Dingen haben. Also sie hat auch so viel Ausrüstung. Wir nutzen das jetzt einfach mal. Das wollen wir jetzt behalten. So, wunderbar. Das reicht. Damit hat sie ihre 3 Tasks besiegt. Wir kriegen 2 Geldstücke, also 2 Trophys, ein Elder Sign, ein gelbes und ein rotes Item. Wunderbar. Das war auch wieder eine gute Runde von der lieben Kate. Damit ist auch schon wieder Joe Diamond dran, der Mann mit dem blauen Anzug. Nochmal ganz kurz gucken, der hat nur ein rotes Item. Moment, hat er denn auch kein Geld? Ja, gut, nicht so richtig toll. Vielleicht schicken wir den mal dahin, weil er darf zwar keine Items benutzen, aber er kriegt neue Items. Das könnte ihm also durchaus helfen. Das werden wir also jetzt einfach mal probieren. Visiting Antiquarian. Na gut. Auch hier wieder in beliebiger Reihenfolge. Das war so ziemlich die blödeste Reihenfolge. Dann müssen wir hier schon mal einen entsorgen. Den Totenkopf heben wir jetzt einfach mal auf. In der Hoffnung, ach komm. Nein. Ach hey, das sieht ganz schlecht aus. Jetzt habe ich ein Lore-Symbol bekommen. Man muss jetzt wirklich, wirklich viel Glück haben, um jetzt nochmal eine Schriftrolle zu ziehen. Und wir ziehen sie nicht. Damit haben wir auch dieses Abenteuer wieder verloren. Oh, und er kriegt richtig auf die Mütze. Er verliert 2-mal Sanity und 2-mal Endurance, Stamina in dem Fall. Und puh, darf sich danach wohl erstmal ausruhen gehen. Liebe Mandy, beugt sich ganz schön weit vor, die Mandy.
So, nochmal schauen, was die Mandy hier so zu... Oh, der geht's gut. Die hat eine Menge. Die hat viel Geld, die hat viele Sachen. Wunderbar. Gucken wir mal. Da können wir bestimmt auch ein tolles Abenteuer mit ihr bezwingen. Also richtig toll ist das alles nicht. Da, das nehmen wir jetzt. Damit kann sie nämlich ein Elder Sign bekommen. Muss allerdings auch ein Monster danach ziehen. Aber damit können wir umgehen. Im Administration Office. Okay, auch wieder ein Abenteuer, in dem die Tasks der Reihe nach ausgeführt werden müssen. Jetzt brauchen wir sie erstmal drei. Ja, dann wollen wir die mal hier replacen. Wunderbar. Sonst müssen wir zu viel davon ausgeben oder brauchen wir eine Menge von diesen Investigation Griffen. Das ist schon mal ganz gut. Probieren wir das mal. Das mal neu. Und unseren Clue-Token kann ich ja Eigengegenstände neu machen. Oh, das hätte ich mir irgendwie schöner vorgestellt. Natürlich ein Risiko, aber bevor ich gar nichts mache, wobei ich verliere dann 4 Items, und so verliere ich nur 1, dann machen wir das so. Das heben wir auf für die nächste Runde und vielleicht würfeln wir jetzt noch einen Dreier. Ja, so habe ich im Endeffekt einen Würfel gewonnen und habe natürlich auch eine höhere Chance, jetzt noch einen Totenkopf zu werfen. Was ich hier natürlich nicht geschafft habe. Aber ich habe hier die Möglichkeit, mit meiner Schrotflinte ein Totenkopfsymbol umzuwandeln, ein Peril. Und damit gewinnen wir das Abenteuer. Wunderbar. 2 Geld, ein Monster erscheint und wir kriegen ein Elder Sign. Gutes Mädchen. A Monster appears. Was haben wir denn hier? Ah ja, jetzt ist erstmal wieder Mitternacht. Wir haben wieder keinen Mitternachtseffekt. Which is good. Wieder ein Doom-Token. Naja, geht noch. Wir sind ja ganz gut dabei. Wir sind ja schon auf halbem Weg zum Sieg. Haben wir immerhin schon 5 Elder Signs erreicht. So, Ashken Pete ist wieder dran. Der ist eigentlich auch ganz gut, hat aber auch viele Ausrüstungs-, viel Geld. Da müssen wir erstmal was kaufen. Gehen. Da kaufen wir uns mal was Schönes im Souvenirshop. Dann kaufen wir uns mal sowas. Moment, das ein. Nee. Holen wir uns ein rotes. Ah, er hat ja ein Scrounge-Item. Stimmt, jedes Mal, wenn er das machen darf. Moment. Nein, aber jetzt kann ich das nicht mehr ändern. Na gut, dann nehme ich mir jetzt ein rotes. Damit ist aber auch seine Runde schon vorbei. So, jetzt gab mal ein bisschen was dazwischen. Tja, mein erstes Video-Playthrough auf dem iPhone. Insofern habe ich da vergessen, noch ein paar Benachrichtigungen auszuschalten. Kann sein, dass jetzt ein unschöner Übergang entstanden ist. Man möchte mir das nachsehen. So, die liebe Kate ist wieder dran. Bisher war die ja doch immer relativ gut dabei. Auch sie hat eine ganze Menge Zeug dabei. Aber wir müssen auch gleichzeitig dafür sorgen, weiter eben fleißig Elder Signs zu sammeln. Hier ist wieder ein rotes Glyph gelockt. Und ist auch ein Monster drauf auf der Dame. Und sie bringt mir gar nicht so schrecklich viel. Was ist das? Hier gibt es 2 Common Items zu bekommen. In den Missing Records gibt es 2 Clue Tokens. Puh, so richtig rockt das alles nicht, um ehrlich zu sein. Dann würde ich sagen, probieren wir mal. Moment, ein Terror Token. No, she's immune to all Terror Effects. Das heißt, sie kriegt dieses Terror Token hier nicht. Also schicken wir sie mal an die Writing on the Wall. Ein weiteres Abenteuer. Nur ein Task, dafür eine Menge zu erledigen. Schauen wir also mal an, wie gut unsere liebe Kate hier abschneiden wird. Und das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das packt sie im ersten Anlauf. Wunderbar. Jetzt passieren ein paar ganz nette Dinge. Ah, sie kriegt natürlich wieder 2 Trophies. Dafür geht ein Gate auf, das heißt in die andere Welt, was sehr gut ist. Ein Monster erscheint, nun gut, auch nicht so schlimm. Sie kriegt wieder einen Zauberspruch und ein Common Item. Für sie also eine ganz gute Sache. Das Gute ist für dieses andere Welt Eingang, die Dreamlands in dem Fall. Das kann sich dann ein anderer Abenteurer schnappen, zum Beispiel der Joe Diamond, aber der ist meines Erachtens nicht wirklich in der Lage,
gerade ein verantwortungsvolles Ding hochzuziehen. Aber wir probieren es trotzdem mal. Wollen wir ihm die Möglichkeit geben, sich zu rehabilitieren. Auch nur ein Task, auch wieder ein sehr schwerer Task. Schauen wir mal, was er so würfelt. Und in der Tat, es reicht. Damit ist auch Joe Diamond rehabilitiert. Wunderbar, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Er kriegt 2 Trophies, ein Elder Sign und 2 Clue Token, die er auf jeden Fall im weiteren Spielverlauf verwenden kann. Damit sind wir schon bei 6 Elder Signs. Dann ist die liebe Mandy wieder dran. Was machen wir mit ihr? Was hat sich denn hier gezeigt? Missing Records, glaube ich, das war nichts. Hallway on Fire. Das ist neu aufgegangen, das Abenteuer Gate to Elsewhere. Leider gibt es auch hier keinen wirklichen Mega-Vorteil. Ancient Relics, da passiert nichts. Mysterious Tomb, auch nicht wirklich wild. Wir schicken sie mal da oben, sie kriegt zumindest ein paar Clue-Tokens. Die verlorenen Einträge. Gar nicht so leicht. Die Belohnung, die sie bekommt, eigentlich fast ein bisschen lau. Aber gut, wir riskieren es. Wir haben auf jeden Fall hier ein Lore, was schon mal sehr gut ist. Damit haben wir den ersten Task abgeschlossen. Und hier, Moment, das war falsch, da wollte ich hin. Wish to replace, da probieren wir das mal hier mit. Wir brauchen definitiv noch eine Schriftrolle. Die haben wir gefunden. Und somit immerhin noch ein Item, 2 Clue Tokens und eben ein Trophy bekommen. Das ist ja die Währung in diesem Spiel. So, jetzt ist auch schon wieder Ashken Pete dran. Genau, und damit ist auch schon wieder Mitternacht. Einen Midnight-Effekt haben wir nicht. Ein Monster erscheint. Na, das ist auf jeden Fall besser, als wenn sich der Terror-Effekt hier ein bisschen die Terror-Token dazu bekommt. A Monster appears. So. Das ist wohl da unten hingewandelt. Das erkennt man, wie gesagt, hier an diesem Handsymbol. Und damit ist, wie gesagt, Ashken Pete an der Reihe. Ich glaube, an der Stelle werde ich jetzt auch erstmal für heute abbrechen. Ich werde das jetzt mal hier zusammenbasteln, überhaupt erstmal sehen, was aus dem iPhone-Video hier passiert ist. Werde das hochladen, aber verspreche, sobald wie möglich an der Partie weiterzuspielen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher und vielleicht bis bald. Tschüss!